Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront. Diesmal mit dem Modus Abwurfzone, wo ich ja letzte Folge auch schon drüber gesprochen habe. Wir müssen jetzt Pots, die vom Himmel abgeworfen werden, übernehmen, einnehmen und eine gewisse Zeit lang halten, um das Gut daraus zu bekommen. Und ja, kennt man ja schon aus der Open Beta. Was, die Open Beta? Ja, Open Beta. Und wie ist denn das Imperium? Natürlich den falschen Blaster. Hier, komm schon. Ich habe hier noch eine Ionenschusskarte dazu gekauft, für den Fall, dass ich keinen Partner jetzt habe. Und ja. Gut, da sehen wir schon. Okay, Partner ist gerade tot. Dann steigen wir mal ein. So, direkt mal wieder eine Karte dazu. Okay, alle laufen zusammen, das ist sehr gut. So muss das sein, Teamwork. Ups, das wollte ich gar nicht. Da lebt noch wer, das war. Da wurde mir auch gerade auch was angezeigt, kurz. Da hinten lief was, ganz, ganz klar weit hinten. Ich war gerade etwas leise, Entschuldigung. Wenn ich konzentriert bin, kommt sowas ab und zu mal vor. Von da hinten. Verdammt. Jean-Claude Van Dant. Keine Ahnung. Ich kann nicht reden. Und was Sinnvolles sowieso nicht. Aus der Hüfte. Verdammt, hinter mir. Na, ich hasse es. Ich hasse es einfach, wenn sie hinter mir kommen. Klingt irgendwie falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Ich dachte kurz, als ich nach vorne gelaufen bin, das wäre eine Mine, aber es war einfach nur Licht von der Decke. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Action und wir sind am Verlieren. Okay. Habe ich aber oft irgendwie, wenn ich auf einen neuen Server komme, habe ich das Gefühl, dass die Teams noch nicht richtig gemischt sind. Verdammt, Mann. Mann. Ist irgendwie nicht meine Runde. Aber generell auch das ganze Team irgendwie nicht die Runde. Die Hand, also ich habe die Handkarte Ionenschuss oder wie das heißt. Bringt hier natürlich nicht viel, weil wir hier keine Fahrzeuge so haben, aber wir haben halt auch ein paar Droiden von daher. Ein kleiner Vorteil ist es schon, aber nicht so groß, wie wenn wir jetzt, keine Ahnung, Vorherrschaft oder Walker-Angriff machen würden. Verdammt! Ah, oh, Mann. Da habe ich mich zu nah herangetraut. Ich hätte bei ihm hier sitzen bleiben sollen. Wobei der auch überrannt wurde, von daher. Ich finde diese ganzen Basen immer cool, wenn man so durch die Gänge läuft und sowas. Richtiges Star-Wars-Feeling. Ich habe das Gefühl, dass keiner wirklich dahin läuft und die Dinger übernimmt. Oder dass da halt alle hängen. Und wir schlecht sind. Oh, Niederlage. Oh, gerade erst 3 Minuten. Na gut, ich war mitten in die Runde eingestiegen, muss man sagen. Aber immerhin souverän 3-6 gespielt. Und da rechts auf der Gegnerseite war ein sexy Typ, da konnten wir einfach nicht gegen gewinnen. Das war unser größtes Problem, auch wenn der wenig Abschüsse hatte, aber daran lag es einfach. Und ich musste wieder kurz husten. Ich glaube, das Klicken hört man irgendwie, oder? Zumindest habe ich hier bei Audacity immer so einen Ausschlag drin, ich weiß, also Ausschlag drin. Klingt, als würde ich Ausschlag bekommen, aber ihr wisst, was ich meine. Ein Pegelausschlag, oder nennt man das so? Ich weiß es nicht. Okay, diesmal seit... Ich weiß, das kann man auch später ändern, aber ich ändere das immer hier, weil hier haben wir ja genug Zeit. Ich glaube, ich nehme mal den. Oh, und wir haben Tatooine. Tatooine? Oder? Ja, doch, Tatooine. Wobei das ja eben auch Tatooine war, also gibt es 2 Maps für den Modus. Ach, das ist, ich weiß, welche Map das ist. Das ist das Lager von... Ich weiß nicht von wem. Unser Lager ist es auf jeden Fall, aber es ist oft in der Wüste von Tatooine. Hier rechts, oder wo ist es? Irgendwo steht so ein Flieger,
den man aus Episode 6 kennt, wo unsere Helden zu diesem Viech in der Wüste gebracht werden und von dem gefressen werden sollen. Ich hoffe, ich habe es irgendwie verständlich ausdrücken können. Okay, okay, vorrück. Das ist mir egal. Boah, die Kapsel hat mich geschützt. Die Kapsel hat mich vor dieser scheiß Granate geschützt. So, bam. Mit dem Blaster läuft das doch schon viel besser. Ich habe zwar eben was zum Campen gesagt, aber das ist mir gerade irgendwie egal. Die Position ist gut. Ich habe das Gefühl, dass die Teams mehr so ein Deathmatch da draus machen. Verdammt. Okay, entweder sie hatten jetzt... Entweder die stehen in Kontakt und reden alle über Xbox-Headset und die haben sich Bescheid gesagt, dass ich dahinter hänge. Verdammt, da links war auch noch einer. Mann. Mann, Mann, Mann. Am Anfang lief's gut, aber jetzt gerade... Die Sache ist, ich saß da ja auch ganz alleine bei dem Pot. Die anderen machen mehr so ein Deathmatch hier aus der Runde. Mann! Mann, 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 der gleiche wie gerade schon wieder. Und ich sage gerade sehr oft Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht wieso. Sag ich eigentlich normalerweise nicht so häufig. So. Haben die Feuerrate erhöht von der Knarre? Kommt mir gar nicht so vor, dass das immer so oft so piu, 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 piu war vorher. Keine Ahnung. Kommt mir stärker vor, die Waffe. Und ich ziele noch ein bisschen zu tief, merke ich. Kriege ich normalerweise besser hin. Und seht ihr, keiner läuft zu dieser Kapsel von unseren Leuten. Von den Gegnern, ja. Verdammt. Oh, hinter mir. Das war jetzt peinlich. Guckt ihr da hinten, die hocken alle zu dritt da rum. Was ist bei uns? Einer hängt da irgendwo fest. Einer läuft hier sogar zurück. Warum läuft der Typ zurück? Warum? Das ist kein Deathmatch. Wir müssen hier die Kapseln einnehmen. Seht ihr, wie die da hinten das alles belagern? Und unsere Leute eben, als ich die Kapsel hatte, so... Nö, kein Bock. Mann, Mann. Das regt mich gerade ein wenig auf. Ah, die Kapsel ist jetzt eh verloren. Wir empfangen das Signal einer weiteren Rettungskapsel. Sichert das Gebiet und die Kapsel. Okay, das war einer. Seht ihr, die verschanzen sich hier, als würden wir ein Deathmatch spielen. Als würden wir auf Kills gehen. Oh, bester Spieler. Seht ihr schon wieder keiner? Ach, die Kapsel war auch da hinten bei uns. Und trotzdem haben wir es nicht geschafft. Ach. Ich hasse es. Oh, da könnte ich mich gerade drüber aufregen. Guck mal hier, Leute, mit 0,8. Ein Spieler mit 0,8, der hat noch gar nichts gemacht, außer zu sterben. Das ist ganz fies, wenn man husten muss und den Schalter nicht findet und auch noch irgendwo mitten drin steht. Wir haben noch keine einzige Kapsel, das kann doch nicht sein. Ja toll, die holen sich den Stuff, aber das bringt uns auch nicht viel. Ich stehe da komplett alleine immer. Hier dieses Schiff meine ich übrigens. Junge, jetzt lauf doch mal da nach rechts und... Ja. Was will man da machen? Guck mal, 23,6 einer auf der anderen Seite.
Und bei uns? 0-10. Ich kann es verstehen, die Gegner sind gut, aber vor allem gutes Teamwork, aber... Ups. Nicht weit genug geflogen, glaube ich. Und doch, der ist drüber gegangen. Ja, Leute, jetzt aber auch pushen. Pushen, nach vorne laufen. Warum habe ich den nicht getroffen? Sag nicht, dass die Schüsse alle an der Kante da hängen geblieben sind. Also, das wäre wirklich lächerlich. Ich wollte halt wegen, weil ich hatte die Karte aktiviert und dachte dann so, ah, den kriege ich easy, aber der hat dann doch recht viel Schaden gemacht. So Leute, jetzt hin zur Kapsel. Aber nein, das Imperium ist ja direkt schon da. Ich laufe gerade ein bisschen offen, aber ich will halt pushen. Ich will, dass wir auch mal eine Kapsel kriegen, aber... Ich verstehe es nicht richtig. Vor allem sind die immer schneller da als wir. Obwohl wir eigentlich ja die Ersten sein müssten, die da in der Nähe sein müssten. Hinter ist noch einer. Was macht der denn? Ist der dumm? Oh, Raketenwerfer, okay. Die spawnen auch sofort nach bei ihren Kollegen und sind dann natürlich direkt vor Ort, ne? Und wir landen irgendwo hier hinten in der Pampa und laufen dann wieder vereinzelt los. Der war immer noch da, oder was? Ach, komm. 5-0, das kannst du dir doch nicht geben. Das ist doch lächerlich. Ich bin besser mit 10-15. Das ist... Mit 1500 Punkten. 1500 hat... Das ist traurig. Ich finde es schade. Ich wette, dass die anderen in der Party spielen, weil ich glaube, am Ende einer Runde werden die Teams eigentlich nochmal neu ausgeglichen. So, und das war jetzt. Also. Und wenn man halt in einer Party ist, wird man nicht rausgeworfen, damit es halt nicht so Müll gibt. Die Map schon wieder. Ach ja, stimmt, die hatten wir eben in einem anderen Modus gespielt, okay. Hm. Was wollte ich sagen? Ach ja, und das. Weil die halt in einer Lobby sind, in einer Party, was auch immer, dass die deshalb nicht. Neu ausgewürfelt werden. Ich glaube, ich nehme die hier. Okay, das Ein- und Ausschalten macht auf jeden Fall ein Pluppen im... Ein Pluppen im Mikro. Keine Ahnung. Also bei Fraps war das gestern aber nicht so, als ich gestern Minecraft aufgenommen habe. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob das jetzt die gleichen Leute sind. Signal der ersten Rettungskapsel. Sofort vorrücken und sichern. Okay, da. Wir sichern die Rettungskapsel. Verdammt. Ah, Mann. Mein Leben wollte sich gerade aufladen. Da kommen die ja schon wieder total überrennen alles. Das habt ihr ja gerade gesehen. Die kamen ja alle da übers Feld gelaufen. Und wo laufen unsere Pappenheimer rum? Hier, und springt gegen die Wand. Was macht der? Ich weiß zwar auch nicht manchmal, wo ich langlaufen soll, aber dass man da nicht hoch kann, das kann man sich doch wohl vorstellen. Ich bin vielleicht ein bisschen gemein ab und zu, aber... mit meinen Aussagen, aber... bisschen Verstand sollte man doch haben. Ah, 49 noch, Mann. Ich habe keinen Partner mehr. Verdammt, auch nicht schön. Ich brauche einen Partner. Ich glaube, ich muss mich jetzt bei E-Darling annehmen. Annehmen. Ich muss mich annehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich hasse diesen Spot. Ich hasse diesen Spot, wenn man aus der Höhle rauskommt, weil man nie was sieht. Weil es einfach so, weil das Licht einfach blendet. Das finde ich kacke. Also klar, es ist realistisch, aber ich hasse diese Spots einfach.
Von wo? Hier oben war aber einer. Ich weiß halt nur nicht wo. Da oben. So ein Sack. Da habe ich schon wieder zwei im Rücken stehen, zwei laufen unten rum. Das. Die spielen es richtig, die machen Teamwork, aber was unser Team macht, ist kreuz und quer laufen und gegen irgendwelche Wände springen. Guck mal, wo läuft der jetzt zum Beispiel hin? Der. Also, na gut, der Pott war gerade fertig. So, jetzt läuft er aber nicht in die Richtung. So. Da stehen sie wieder zu viert um den neuen Pott, der gerade erst gelandet ist. Seht ihr, das meine ich. Das, es kommt, es ist wirklich, auch wenn viele sagen, ist da überhaupt kein Teamplay drin und sowas. Ich finde schon, da ist eine Menge Teamplay dahinter. Zum Beispiel, man muss einfach zusammen laufen, allein das bringt schon Teamplay. Aber nein, das schafft einige nicht. Tut mir leid, das so zu sagen, aber einige schaffen es wirklich nicht, wirklich in einem Team zu spielen. Oder generell das Missionsziel zu verfolgen. Ich mache mich mit meiner aggressiven Art gerade wahrscheinlich ein wenig unbeliebt, aber manchmal muss man sich bei einem Spiel auch aufregen. Man darf sich nicht zu viel aufregen, weil damit macht man sich das Spiel kaputt und damit macht man sich das Spiel kaputt. Ja, was wollte ich dazu noch sagen? Ach ja, und das sollte man auf jeden Fall nicht. Weil zum Beispiel das Spiel hier macht mir eine Menge Spaß. Unsere Scanner haben noch eine Rettungskapsel. Und dann einfach nur durch Aufregen zu sagen, nee, jetzt spiele ich das nie wieder. Das sollte man nicht. Aber ab und zu sollte man schon, also ab und zu finde ich es schon gesund, Kritik an anderen Spielern zu äußern. Also einfach nur, um seinen Frust rauszulassen, das meine ich. Habe ich vielleicht gerade ein bisschen schlecht formuliert, aber seinen Frust rauslassen, meinte ich. Nicht mehr lange, dann ist die Rettungskapsel in der Hand der Rebellenallianz. Oh, wieder bester Spieler und das, obwohl ich eine negative KD habe. Ich gucke auch, also für alle, ich bin kein Spieler, der immer auf die Stats guckt, aber zwischendurch gucke ich halt mal rein, einfach nur aus Interesse. Das ist. Oh, verdammt weg. Das ist wie wenn man, keine Ahnung, bei irgendeinem Gesellschaftsspiel fragt, oh, wie viele Punkte habe ich denn? Einfach nur, um zu wissen, wo man so steht, um sich zu vergleichen. Verdammt, ja, da konnte ich nicht wegrennen. Ah. Und wir werden wahrscheinlich wieder ohne zu Null spielen, also ohne eine Kapsel bekommen zu haben. So. Immerhin mache ich ein paar Kills hier und somit auch Punkte, aber Kapsel ist da. Oh, habe ich gerade nicht. Ja, nehmt sie euch schnell. Können die von hinten kommen. Ich glaube, ich setze mich einfach noch. Verdammt, ja. Die Knarre ist auf weite Distanz besser als dieses andere, wie heißt es, MG. Aber es ist nicht so genau. Nee, es ist genauer, aber es ist, ich weiß nicht, ob es nicht so stark ist. Es ist immer noch nicht genau, weil es halt ein MG ist. Oh, verdammt, von hinten. Mist. Den Pott verlieren wir dann doch auch wieder. Aber wenigstens ein besserer Start gehabt. Wenigstens haben wir es mal bis zum Pott geschafft. Na gut, habe ich eben auch mal. Aber ich meine, als Team sind wir da hingegangen. Aber eben sind... Eben sind auch viele gegangen. Vielleicht sind von daher neue Spieler mit mehr... Skills dazu gekommen.
Ah ja, sobald man übrigens 5 Pots hat, ist es unmöglich zu gewinnen, daher ist dann die Runde zu Ende. Naja, genug des Aufregens. Ich find's trotzdem ein Hammerspiel, wie gesagt. Man soll sich von sowas nicht den Spaß nehmen lassen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Schreibt gerne was in die Kommentare. Ein Daumen hoch wäre auch gern gesehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss.